Moin, hier ist wieder euer Robin für euch. 21.15 Uhr. Und ihr habt es vielleicht am Titel gelesen. Die letzte KLM 747 in Passagierform ist vor knapp 2-3 Minuten gelandet. Ich schaue aktuell hier einen Livestream, aktuell ohne Ton. Sie rollt gerade über den Taxiway zur letzten Parkposition. Die zweite ist heute Vormittag oder was heißt Vormittag, späten Nachmittag gelandet in Schiphol, Amsterdam. Ja, ich bin noch nie mit KLM geflogen, noch nie mit einer 747. Ich kenne die 747, die Queen of the Skies, von innen nur von Dominik und seinem Kollegen von yourtravel.dev. Da gab es ja auch diesen besonderen Sitz. Wie hieß der nochmal? Der Thron in der Business Class. Man hatte ja oben eine Bestuhlung und es gab einen Stuhl, der etwas höher lag als Einzelsitz. Und er nannte sich den Thron. Dort saß der Kollege von Dominik. Ich komme gerade nicht auf den Namen. Schreibt mir mal in die Kommentare. Ja, 747, ein schönes Flugzeug, aber es passt halt nicht mehr in die Realität. Vier Triebwerke, es gibt heute schon sparsame Geräte. 350, 350, 777. Sorry, es ist schon spät und ich möchte dieses Video einfach machen, weil diesen Moment. Ja, 747 ist was Schönes. Lufthansa hat ja noch ganz viele 747-8. British Airways hat jetzt die 747 auch abgegeben. Ja, alles ein bisschen traurig. Ich schaue diesem Flieger jetzt hier beim Texel zu. Follow Mika davor. Aber jetzt keine großartige Verabschiedung. Ja, so sieht's nämlich aus. Ich wünsche euch einen schönen Wochenanfang und bleibt gesund. Ich bin raus, euer Robin. Tschüss.